Er hat sich schon gefeiert. Aber er war keiner, der so extrovertiert sich gefreut hat. Der war einfach ein stiller Genießer. Und der hat sich mit uns, mit der Mannschaft schon gefreut. Also so war es nicht. Also der hat schon ab und zu lachen können. Entschuldige, wenn ich da ins Wort falle, aber da hat einfach der Krieg in Jugoslawien irrsinnig viel dazu beigetragen. Weil immer das, er ist aus Sarajevo. Sarajevo ist eine Multikulti-Stadt und das hat ihm wirklich das Herz gebrochen, dass sie da Landsleute denken, der Krieg hat den Typen fertig gemacht. Und er hat das bis zum Schluss nicht verstanden, dass dieser Krieg ausgebrochen ist. Und das hat den echt, das hat den wirklich gebrochen. Und das hat ihm nie Ruhe lassen. Und dieser Krieg, der hat beim Osim leider sehr viel ausgelöst. Und das hat ihm viel Freude genommen.